Ach ja, da wollen wir nach Hamburg nicht. Also ich weiß, ich bin nicht bis nach Hamburg. Nee. Aber ich kann nicht speichern. So kacke. Warum kann ich nicht speichern? Ging das immer noch nicht? Also bei mir hat gerade irgendwas automatisch gespeichert. Okay. Ich dachte, das hätten sie mittlerweile eingebaut, aber okay. Na gut, dann fahren wir erstmal den hübschen LKW tanken. Ich muss mal morgen gucken, ob ich da bei dem Spiel, dass ich das Lenkrad nochmal anschließe, das andere, was ich jetzt habe. Vielleicht kann Ja. ich damit einmal frei fahren. Auch rote Ampeln halten uns jetzt mal nicht auf. Keine Lust. Ah, nee, nee, nee. Gott sei Dank habe ich keine Ladung drin. Warum? Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen hier. Ja, behutsam fahren mit dem Teil hier, das Einfach nur nicht zu schnell fahren. ja. Das ist die Devise. Und wir haben einen Verkehrsunfall. Das ist immer die Frage, wo man hier beladen muss. Ich finde, du bist immer noch Käse gemacht, also bist du. Was denn? Ja, da bin ich nicht, wo man genau hin muss. Der irgendwo ist zwar so ein Zielverlage, aber ganz logisch ist das nicht. Ja gut, aber in der richtigen Realität tust du ja auch suchen. Nein, da habe ich auch so Nach eine der Adresse. Markierung. Ja, am Himmel immer. Was? Habe ich auch so eine Markierung am Himmel. Da stehen so Pfeile, weißt du. Da musst du hin. Alter, was ist denn das für Stau hier? Ja, die gerade auch. Das finde ich schön gemacht, oder? Alter, ich muss die Lenkung schon losstellen. Achso, wir müssen ja reingehen. Stimmt, hier war was. Hallo, jemand zu Hause? Oh Gott, ich kann auch nicht mehr schreiben. Puh. Also wenn du null machst, passiert gar nichts. Bei Lenkung, da ist Weihnachten. Moment, ich muss lenken! Halt! Meine Güte. Okay, Unterschrift. Oh Gott, achso, wir müssen erst den Frachtraum öffnen, damit wir beladen können. Ja. Was denn? Ja, dafür stehe ich ein bisschen weit dran. Das wird so nichts, Leute. Das wird nichts. Ja, der muss wieder vorwärts fahren, Junge. Ganz einfach, ne? Nee. Das war zu weit. Frachtraumtür mit Linksklick auf die Türen öffnen. Hier muss ich denn dran kommen. Wenn Du ich zu musst weit weit fahre? vorwärts fahren und dann Ja, aussteigen, wieder aufmachen, wieder rückwärts fahren, dann da. kannst du Achso, auch nach ich muss Hamburg ja fahren. aufmachen, bevor ich rufe. Ich dachte, ich muss jetzt aufmachen, wenn ich. Okay. Ja, gut, das war.
Also von vorwärts, machen Türen auf, von dann wieder rückwärts, richtig? Ja, genau. Okay. Ich dachte, das So wäre macht genug. man das Hä? auch regulär. Ich mache erst nicht die Türen auf, wenn ich an der Ampel Ähm, stehe. ich will ja nicht sagen, aber der LKW von alleine rückwärts gefahren und ich komme wieder nicht an die Türen dran. Was, von alleine? Ja, der ist aber rückwärts gefahren. Hast du die Handbremse angezogen? Das weiß ich nicht. Darauf gebe ich keine Garantie. Solltest du vielleicht schon machen. Oh Gott, aua, aua, oh, so laut, aua, oh, meine Ohren. Oh, dieses Geräusch. Oh Gott, das ist ja schlimmer als Kreide. Oh, Die ja. Türen sind halt eben nicht die besten, wenn man alles gebraucht kauft. Boah. Ich denke, wenn wir geölt werden, ist ja schrecklich. Aber jetzt kann ich beladen. Oh Ja. ja. Weiß auch immer, du gerade belebst. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das habe ich verdrängt. Auf jeden Fall keine Tiere, so viel ist sicher. Achso, okay. Jetzt müssen wir wieder vorfahren, um die Türen wieder zu machen. Sollen wir vielleicht vorher machen. Bevor wir losfahren, so. Ich will nicht, ich will die Tür nicht zumachen. Ich will nicht. Aber. Aber. Und jetzt als Beifahrer einsteigen können und dann gemeinsam fahren. Das wäre so cool. Wenn man halt die Hälfte einer fährt, die andere Hälfte fährt der andere. Das wäre so cool. Ich will das haben. Schreib doch den. Yep. Die haben seit März nicht mehr geantwortet, also. Ich glaube nicht, Echt dass. nicht? Ne. Das ist so schwach. Ja gut, ist halt. Dieses Mini-Team von zwei Leuten da, das ist. Ich bin glaube ich tot. Yep. Okay, wo los, mal noch kurz gucken. Beladen, ne? Genau. Erst müssen wir nochmal hochfahren und dann fahren wir los. Ach Gott. Von Duisburg nach Hamburg. Sonderfahrer. Warum Sonntagsfahrer? Ja, weil er einfach gebremst hat, der Typ mitten im Stau. Geht doch nicht. Kann doch nicht einfach bremsen, wenn er im Stau ist. Wo kommen wir denn da hin, wenn das alle tun würden? Er ist zu warm, Jung. Viel zu warm. Nächste Woche Wow. wieder kalt. Ich krieg schon. Wieso ist denn der Bulma mir? Ich kapier's nicht. Was fährst du mit dem gemeinsam? Ja. Sehr effektiv auf jeden Fall. Ja, Ich hab vielleicht noch. muss ich neu starten kann ohne. Okay.
keine Ahnung, warum das halt nicht registriert. Dann habe ich vielleicht einen neuen Bug gefunden oder ich bin zu blöd. Ja, kann ich da gerade leider nicht helfen. Ich habe nur einen. Ich glaube, ich habe ja keine Ahnung. Aber eigentlich müsstest du auf Fahrzeuge gehen. Ladung bestätigt 2% helfen. Warum? Hä? Weil du bestimmt jetzt gerade entweder irgendwas mitgenommen hast. Kann gar nicht sein. Will ich nie tun. Du nicht. Ich schon. Schön. Sie können sich selbst nicht entlassen. Ich nicht. Schade. Ich habe das Gefühl, der Plan dauert länger als die ganze Strecke, wo wir vorher reingefahren sind. Meine Karte ist doch drinne. Ja, du musst aber bestätigen mit Plus. Oder was da oben ist. Keine Karte, die wollt ihr mich doch verarschen, wollt ihr mich. Nein, du musst erst bestätigen, erst reinpacken, dann umstalten, dann fertig. Ja gut, jetzt schlafen wir eine Runde. Wo ich noch 8 Stunden Fahrzeit hatte. Egal. Richtig. So, dann sollen wir hier noch die Fracht abholen. Was haben wir denn hier Schönes? Jetzt die Frage, muss man das wieder hier rein oder wo ist das? Boah, ich krieg. Hä? Ist man weiter geradeaus? Hä? Der voll vorbeigefahren da. Anscheinend angeblich. Gut, der LKW ist aber weit gekommen. Der ist zumindest erstmal an die Seite gefahren. So, wir müssen jetzt die Türen öffnen und Koni einladen, wie wir gelernt haben. Erst wir holen die Bremse drauf. Aber Ohren zu halten wird laut. Aber, den Knoll! Du kannst ja auch deine Kopfhörer ganz einfach leise drehen. Könnte ich machen, ja. Aber das soll 80% geladen sein am IP12, das ist Betrug. Das ist nicht mal, das ist noch nicht mal ein Drittel voll. Aber okay. Hast du auch 8 Tonnen mit? Was? Hast du auch 8 Tonnen mit? Keine Ahnung. Ja, also da stand der 80%. Als ich die letzte, als ich die dritte Fracht reingemacht habe, aber. Aber das sind keine 80%, also beim besten Willen nicht. Also. Da müsste der bis hinten beladen sein, der ist ja noch nicht mal.
Na egal. Verdammt, ich hab mich von vorne, ich bin auf der Autobahn. Das ist sehr kritisch. Warum soll ich die aufmachen, hä? Hä? Hat er die jetzt doch nicht beladen oder was? Will ich veräppeln? War ich jetzt zu schnell oder was? Nee, ich hab die beladen. Nee, hab ich nicht. Okay. Also wieder aufsteigen. Gleich von vorne. Ah, jetzt. Aber es ist trotzdem kein Arsch. Meine Güte, ey. Was? Das sind die Bullen entfernt. Mann. Trotz Neustart kriege ich den nicht los. Ja, du musst erstmal vom LKW trennen. Ups, das klang nicht gesund. Ich weiß schon, das ist mal klar, aber entlassen kann ich mich nicht. Mich selber entlassen kann ich gar nicht. Was hat durchgelaufen? Keine Ahnung, wo ich gerade hinfuhr. Ja, Dieter Bullen ist auch noch bei mir. Ach nee, doch nicht. Wo steckt denn der jetzt? Egal. Lass ihn Steg! Was? Steg? Ich hab Hunger, danke. Da kam eine Laterne ein bisschen näher auf Bruchkühlung. Dies ist doch schön. Aber was halt noch komplett fehlt, dass man auch, dass man den nächsten Rastplatz irgendwie markieren kann. Das fehlt komplett. Das ist echt Käse. Generell Markierungen setzen. Ja. Ja, aber dass man halt wirklich Rastplätze auch nicht anklicken kann, das ist echt Käse, weil... Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt an einem Rastplatz vorbeikomme oder nicht, keine Ahnung. Und deine Fahrzeit ist runter? Ja, bald. Also ich habe noch 4 Stunden oder so, oder 5. Aber... Hier unten wäre ein Rastplatz, aber da komme ich nicht hin. Weil es da keine Straße nach rüber führt. Hä? Da würde ich mich da festhängen. Nee, danke. Dann fahr doch Feldweg ein, ist es doch irgendwie oben, oben wird, rein theoretisch. Auch nur rein theoretisch. Was ist das hier? Truckservice. Kann ich mit Truckservice eine Pause machen? Ja, rein theoretisch schon. Oder kann ich nur bei Raststätten? Man weiß es halt nicht. Du brauchst ja, nee, du brauchst ja nur schlafen gehen in dem Modus. Aber ist egal wo, oder wie? Ja, also mitten auf der Autobahn würde ich vielleicht schon mal lassen, ne? Aber, da oben ist eine Raststätte, aber kommen wir niemals hin in den 4 Stunden, niemals. Dann fahr doch einfach zu diesem Drago. Ja, mach ich auch, aber da dauert noch, bis ich sterbe. Scheiße, Unfall. Du dämlicher LKW-Fahrer, ey, wo hast du denn den LKW-Führerschein gemacht, ey? Du hast genau gesehen, dass ich ihn geholt hab. So.
hab mich jetzt so geil verkeilt, dass ich nicht mehr weiterfahren kann. Okay. Dann hol die Seilwinde raus. Ja. Dann zieh ich das Fahrzeug über den Böller drüber, dann wirst du so schwer verletzt. Ja. Dass du gleich erstmal bewusstlos wirst. Na gut. Gucken wir mal auf der Karte, ob der sich weiter bewegt hat. Ja. Dann machen wir das Ganze mal so. Ich tue mal ganz kurz von den 7,5 Stunden wieder 9 Stunden schlafen. Ohne Kilometeranzeige fehlt auch komplett. Dass man wenigstens ansatzweise weiß, wie lange man noch Pferden fahren muss. Warum hängt denn der hier fest? Da auch einen Unfall gebaut oder was? Mein Gott, diese Lenkung, das ist aber auch. Ich möchte die ETS-2-Lenkung hier haben. Ja, wie gesagt, mit Controller und Lenkrad lässt sich das wirklich angenehmer vor. Ja, muss ich mal anschließen. Zunächst. Wenn es mal wieder ein Update gibt. Was, wenn es wieder ein Update gibt? Okay. So. Leute, es ist rot, gibt Gas davon. Genau. Von rechts kommt doch eh nichts. Fahrt. Eine Hügel. Weh, du willst jetzt rüber. Da gibt's Ärger. Hallo? Lass mich ran. Aua! Verkehrsraudi! Ja, du ja. Ja, ich wollte links rüber. Ja, fährt innerorts. Ach, ist egal. Ja, ich konnte dann. Ich hab zu spät gesehen, dass ich nur rechts rüber fahren darf. An der Kreuzung, da wollte ich links halt rüber, damit ich wieder geradeaus fahren darf und dann hat mich der LKW. Nein, hier, nicht schon wieder. Wir wollen hier rüber. Das schaffen wir niemals, das ist da hoch. Gott, da bin ich eine enge Kiste. Daheim ist noch kommen. Bis zum Rastplatz. Wenn die Ampel mal jeweils wieder grün werden würde. Das haben sie auch ein bisschen übertrieben, finde ich ja.
Dafür, dass so wenig KI-Verkehr hier fährt, wollen wir nicht kleben und stehen. Oh, wieder eine Ampel, krieg ich noch mal. Da schon mal Ja, Kilometer vorher blinken. ist auch was mir ganz gut gefällt. Was Dass denn? du nicht ganz mal so schnell vorwärts kommst. Jawohl. Was denn jetzt schon wieder? Liebesbrief schreiben. Okay. Oh mein Gott, ich kaufe eine Schreibmaschine, die waren früher leider. Unglaublich. Schön. Musik. Ich hoffe, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, jetzt will er nicht mehr. Fahr! Ich habe den LKW kaputt gemacht. Er fährt nicht mehr. Was? Warum? Ja, keine Ahnung. Aber jetzt wieder. Ein Motor läuft starten, dann geht's wieder. Also ich hatte vorhin das Problem gehabt auf der Autobahn. Da hat er sich irgendwie total quergestellt, geht überhaupt nichts mehr. Also da ist kein Millimeter vorwärts noch rückwärts gefahren. Früher hat man nur geschrieben, ja, nein, vielleicht. Jetzt schreibst du deinen Liebesbrief und Ja. sehr geschätzte Mediziner, eventuell mit möglichen Umständen habe ich hier zwei Schwerverletzte. Vielleicht haben Sie Interesse, eben mal vorbeizukommen. Ich habe dir das Problem ja beschrieben, sonst mal, ne? Falls du gerade das ansprichst von Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich nur abgesendet habe, war er noch nicht bewusstlos. Das war richtig. Hat sie nur reingeschrieben, wie was passiert ist. Das werde ich aber noch machen dürfen. Ich gebe doch Gas, das ist ein Schwäbel. Da muss ich Achso. dann halt eben auch wissen, mit was rauskommen kommen gleich.
Aber bis auf die Autobahn wir noch 3 Stunden Zeit. Einfach. Was? Was einfach? Reinsetzen. Was? Wo? Und losfahren. Das wegen seinem Problem. Achso. Wir haben angehalten. Vielleicht 2 Kilometer vorher blinken. Nein! Ich hab gelenkt, meine Scheißkarre, ey. Ey, man muss wirklich mit 2 km/h irgendwo vorbeifahren, sonst. Okay, der eine Kollege war schneller. Der hat auch, ist kürzer beschrieben. Ja, komm rüber. Oh Gott.
Na, bist angekommen. Schön wär's. Kleeblumen brauche ich mindestens noch. Weißt du, dann nicht schon ins Bett gehst? Was war jetzt? Falls du in 10 Minuten nicht schon ins Bett gehst. Nee, nee. Ja, mach Warnblinker an. Hallo, hier ist eine Brücke. Da brauchst du keine Warnblinker. So, jetzt einmal schön rechts überholen, wie es sich gehört. Wir waren ja an der Raststätte schon vorbei. Junge, wie du kommst jetzt rüber. Ja, fahr eben hinten drauf. Ja, sehr gut. Unfall. Ja, nächste, komm. So entsteht ein Unfall. Einer bremst vorne und allen drei hinten krachen hinten drauf. Ist doch schön. Ist aber auch richtig so. Mir ja. Ich wäre heute auch fast ein Bild reingefahren. Oh Gott. Wer hat denn mein zweiter Wildunfall gewesen? Nein, wir kriegen so den Führerschein ab da vorne. 50 Euro extra gekostet, bitte. Na, nee, brauch ich nicht. Jo.
Man fährt aber wirklich stundenlang hier. Meine Güte. Wir sind noch nicht mal bei der Raststätte angekommen. Obwohl die eigentlich nur relativ nah sind, laut Karte, aber. Ah, da vorne kommt sie. Nächste Kurve. 1:30 noch. Ja, oh, das kann auch knapp werden jetzt. Juhu! So, Tankstelle, Raststätte. Da machen wir erst, tanken wir erst. Obwohl, müssen wir noch gar nicht. Nein, wir tanken nicht. Zu teuer. Ist hier noch Platz frei? Ja. Okay. Stimmt. So gehabt. Ist voll. Zwei Plätze haben wir noch. Da so, wollen wir mal wieder gucken. Leertaste. E. Da so, mal gucken. Irgendwie kommt man da auch ran zu, oder? Weil da war doch irgendwie, dass ich da besser gucken kann. Ne, ich will nicht aufsteigen, danke. Wie konnte ich denn ranzoomen? Nee. Also irgendwie konnte man da... Ich hab verdrängt. Ne, so ist es nicht. Ja, hat jemand gute Augen? Ich kann es nicht lesen. Keine Chance. war hat er mit dem Ranzoom? Man konnte doch. Ich bin jetzt 100% sicher, man konnte da ranzoomen, dass man was gesehen hat da oben. Einstellung, Optionen, Steuerung, Lenkgeschwindigkeit, ja. Tastatur-Input, Driver, Truck, Blinker links, rechts, ran, zoom, Sitzverstellung, zoom extern, fix. Mausrad, ja, im roter Mausrad geht ja nicht. Will ich veräppeln? Safe Profil F4, okay. Fahrzeugsuche F9 hättest du drücken können. Also das Fahrzeug zurückzusetzen? Ja. Ja. So, Cockpit-Kamera zu, Maus wheel down und hoch. Ja, da mache ich das. Mach ich das die ganze Zeit, will ich. Gack, Eiern oder was?
Ruhig fertig. Also Mausrad geht schon mal nicht. Was denn? Ich will ja ranzoomen, aber es geht nicht. So. Z. Ah. Aber warum steht der Mausrad? Egal. So, jetzt ist wieder die Frage, wie stehe ich um, ohne dass mir Fahrzeit. Keine Karte? Nee. Stern Ruhezeit. und Sterntaste, was ist denn das andere Moment? Ja, Plus-Taste. geteilt Und ist. dann mit Minus. Und bestätige mit Minus, richtig? Okay. Was drücken wir wieder Z? Drucken ist wieder Geteilt-Taste. Mal keine Karte raus, Karte wieder rein, dann haben wir die. Ne, haben wir doch nicht. Dann drucken wir die Mal-Taste. Modus Wechsel bestätigen, mache ich wieder mit Minus. Genau, so. Perfekt. Fahrzeit, so. 9 Stunden. Jetzt haben wir dunkel, das weiß ich nicht, wie das Licht angeht. Läuft auf jeden Fall. G, F. Hä? Nee, nochmal. Licht, wie gehst du an? O? Ah. Wie lange ist denn das jetzt noch nach da oben? Pff. Aber ich kann immer mit F4 speichern. F macht auf jeden Fall, irgendwas speichert er auf jeden Fall. Also er Ich macht auf jeden speichere auch wirklich dazwischen, also. Fall. Sicher? Ja, also ich habe meine Ladung immer noch im LKW gehabt von meinen Kollegen. Ja, nicht fährt. Okay. Gut, tschüss, da kippt um. Was? Wer kippt? Ich gucke nebenbei so eine Reportage Schwertransporter. Das ist Uiui. ein ganz großer. Es regnet bisschen nass und da ist vom Anhänger irgendwie umgekippt. Kann man machen. So. Ach so, der vom Anhänger, also wo der Turm drauf lag oder so. Ja. Ja, der ist abgerissen. Hat nachgebogen, nachgegeben. Ja gut, hat auch keinen Bock mehr.
Der Unfall ist durch einen Bedienungsfehler vom Menschen passiert. Ja. Sprich, dass der Anhänger umgekippt ist. So. Sonnenuntergang. Hallo Google. Nein, du laufst mir jetzt gerade nicht rein, bitte. Danke. Also, habe ich ein Problem. Fertig? Dauert noch ein bisschen. Okay. Warum? Kannst du noch eine Reportage angucken? Was machen wir dann? Irgendwas geplant? Nö. So. Dann könnten wir wieder Insel der Flemme machen. Könnten wir auch machen. Mal wieder untergehen. Into the Flemme gehst du doch nicht unter. Doch, ich mache mal diesen Schwimmbad und dann passt das schon. Ja, das ist mir schon klar, dass du einen Schwimmbad machst. Ja, ich bin ja gespannt, wie weit die das jetzt entwickelt haben. Bis dahin, bis zum Ende des Monats. Ja, ich denke schon mal ganz gut, also. Okay, dann. Andererseits muss man auch sagen, ist ja noch eine Alpha-Version dann, ne? Ja, nee, ja, EA halt, also Early Access. Alpha sind sie, glaube ich, raus, nehme ich an, wird schon Richtung Beta gehen, hoffe ich mal einfach. Dass auch vielleicht zwei neue Aufträge dabei sind oder so, wäre ganz schön. Was werden wir denn sehen? Ich guck mal noch was zu trinken. Jo. Ja, fahr ihm ganz hinten drauf. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, die KI fährt hier besser als ein Fernbus bei so engen Stellen, aber die bleibt ja genauso stehen hier. Oh, Mensch, das kommt wieder nicht zu nerven. Unglaublich.
Ja, räum ab. Alle neun. Was erlaubst du die ganze Zeit? Alle neun abgeräumt. Echt? Ja. Hat sich zumindest bei dir so angehört. Nee. Okay. So. Letzte Raststätte. Dann war gleich in Hamburg. So, Tam und Aufwind. Die haben den Tank gebogen, aber nur leicht beschädigt. Steht denn hier? Hamburg Ost geradeaus. Na dann. Ja, rammt euch gegenseitig weg, kein Problem. Gar kein Stress hier. Transporterfahrer gegen Transporterfahrer. Sehr schön. Wieder nicht. Ich höre über den Motor irgendwie ab, habe ich das Gefühl, wenn ich bremse. Okay. Aber der fährt ja auch sofort im dritten Gang an, also ich kann es ja gar nicht verhindern, also. Habe ich da von der Gangschaltung keine Ahnung, aber. Ist aber normal, glaube ich, dass da LKW bei Rang oder im dritten Gang loslegt. Okay. Okay, innerorts sind wir schon mal. Hallo Hamburg. Nix da, wir fahren jetzt hier so.
Die Ampel. Aua! Ich hab mich voll weggerammt. Was ist das denn für ein... Aber wir haben schon einiges verbessert. Ja. Auf jeden Fall ist das. Wäre nur schön, wenn die KI auch einen erkennen würde, wenn man auf der Kreuzung steht und nicht einfach reinfährt, aber... Aber teilweise funktioniert das ja. Ja. Ja gut, man sollte nicht über Rot fahren. Wenn man natürlich die Verkehrsregeln dann selbst bricht, dann... ist halt ein bisschen schwierig für die KI. Ja, alles gut. Dann würden wir durch halb Hamburg fahren und dann... Ich bremse, aber wenn er nicht bremst, dann kann ich auch nichts für. Gibt der doch die Bremsstärke ein? Ach nee, keine Ahnung, ob der so weit geht. Nee, hat geht, glaube ich, nicht. Nicht nach rechts kommt keiner, kommen wir auch graf drüber fahren. Oh, ein Kreisverkehr mit Ampeln, okay. Was, echt? Ja, in Hamburg. Also. Achtung, ich komme. Dankeschön. Ist dabei lassen. Kann er von rechts fahren. Ach
So, erst Kill erreicht. Das ist schön. Dann noch 300 Meter weiter und dann ist es fertig. Brennen mit drauf, müssen wir wieder aufsteigen. Die Klappen wieder aufmachen. Aua. Aua. Oh. Gott. Nein, diese Lenkung ist gar nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Mein Gott, dreh doch das Ding, meine Güte. So. Wenn wir drauf, rechtsklick. Büro. Büro, 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 Büro. Hopp, hopp, hopp. Jürgen, okay. 1300, ja gut. 9% Beschädigung, passt schon. Da müssen wir da einsteigen, aussteigen. Was der mal lenkt, es ist aber auch Weihnachten. Pff, ich will ja nicht umstellen, weil eigentlich für die Fahrt ist eigentlich angenehm, aber wenn man so eng stellen hat, dann. Ja. Ja, die Lenker befahre ich besser, oder? Joystick, weil da siehst du, wie weit du eingeschlagen hast, damit du weißt, wenn du rumkommst. Ja, Servo 2 ist da. Ja, können wir drauf gehen. Du kommst mit, ne? Wohin? Also was, hast du Medic? Ja. Pff, wie viele sind denn da? Zwei. Okay. Inklusive ein Erzähler, der Herr Leutnant. Also doch wieder bei euch, oder was? Otto Leutnant steht hier bei mir. R2, warum? Warum doch? War der schon weg? Keine Ahnung, der war ja mal bei uns. Ich dachte, der wäre gar nicht mehr. Warte mal. Wir haben auch Leute, die von der Asphalt-Fraktion bei uns sind. Nee, der ist bei uns nicht mehr. So, ach nee, ich muss ja erst wieder Töne machen. Oh Gott.
Ach nee, Brot ist neu. Nixon ist neu. Warum fährt er wieder nicht? So, den Motor aufgemacht. Ja, fertig. Puh, was für eine Fahrt. 70 Minuten.